Chorella Plattenbauer, frei von Music! Au, 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 au! Was ist los, ihr Lappen? Hallo Leute, da sind wir zum 20. Spieltag. Ja, Ende der Hinrunde, die steht an. Wir haben noch zwei Spiele, einmal gegen Chemnitz und dann gegen Münster. Und jetzt hoffen wir endlich mal wieder nach keinen schlechten Spielen. Wieder mal mit einem Sieg, das wäre doch mal schön. Und vielleicht nutzen wir einfach mal unsere Chancen. Rösler verliert im Mittelfeld den Ball. Costa, der sofort an Halimi einsetzt. Dessen Flanke köpft der freie Hartmann unhaltbar für Niklos Lerami aus kurzer Distanz ein. Hartmann trifft. Das war doch mal eine gute Entscheidung. Halimi mit Vorlage und Hartmann trifft. Hätte das gedacht, dass Hartmann mehr treffen kann. Super. Schöne Kopfballverlängerung von Halimi auf Weidlich, doch dieser wird vom aufmerksamen Rösler ins Abseits gestellt. Mann, Mann, wieder ein frühes Tor, aber ja, jetzt müssen wir weiterspielen und mal das zweite machen. Wir haben jetzt die letzten beiden Spiele zwei frühe Tore geschossen, aber am Ende haben wir das Ding halt noch kassiert. Und am Anfang der zweiten Halbzeit, das weiß ich noch, gegen den Hallischen FC, jetzt müssen wir das zweite machen. Weidlich flankt und findet Hartmann, der die Kugel aber fast 2 Meter drüber köpft. Der Ball kam aber auch ein Tick zu hoch. Weiter so, Jungs. Ein Drehschuss von Halimi sorgt für Gefahr. Torwart Niklas Lemery ist jedoch zur Stelle und bekämpft den Ball unter sich. Wagner wird links steil geschickt, will an Rösler vorbeigehen und bleibt zunächst hängen. Aber der erfahrene Routine setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt flach nach innen, wo Halimi zum Schuss kommt. Doch der Torwart ist da, taucht in die kurze Ecke ab und kann den Ball gerade noch um den Pfosten drehen. Gute Aktion vom Torwart und von Halimi. Und jetzt das 2-0, Jungs. Chemnitz kaum was. Und das sag ich's und jetzt kommt ein Chemnitz oder was? Eckball. Riga. Und der geht doch bestimmt wieder rein, ne? Wie Sandhausen. Der Ball kommt dann kurz Pfosten, Finkern gegen Sascha Schülmann Verlänger und Paulo steht plötzlich am Langpfosten vollkommen ungedeckt. Ist aber zu überrascht und köpft das hier um 1,5 Meter am Tor vorbei. Ey, jetzt kommen die echt nochmal raus. Ey, volle Halbzeit. Die Krise. Geht drauf. Lass sie da jetzt hier hinkommen ins Spiel. Die nächste Ecke. Wenn der reingeht, dann platzt mein Schädel. Die Ecke fliegt zunächst über den 5-Meter-Raum hinweg, aber dann kommt Fenin an den Ball, stoppt ihn mit der Brust, schießt dann direkt der Ball. Das Spiel mir eigentlich verarscht. Ist eine Verarschung vom Spiel. Ey, am liebsten wird die Scheiße ja, deswegen spielt die Scheiße zurzeit nicht. Weil man fühlt sich halt mega verarscht. Man ist halt verarscht. Kannst du ja die ganze Zeit dominieren, die Scheiße, und die Ficker kommt einmal oder zweimal vom Tor, macht den Ball rein. Mö. So einfach ist Fußball nicht. Boah, ey. Kotzt das an. Nee. Dann lass doch mal auf. Ja, dann dreht doch mal auf, Mann. Jetzt geht drauf. Schwanzlutscher. Kontert jetzt BFC über Sascha Schünemann. Der Ball geht sogar so nicht rein. Wagner hat nur noch den Torwart vor sich. Oh, den macht er nicht. Legt er den Ball an vor mir. Ja, hör auf. Ussig, hör auf. Ey, Junge, bist du bescheuert? Hau noch einfach hin. Hau noch wie ein bekloppter linken Außenverteidiger in den Rechtsaußen. Unten rechts Ecke. Ist Tony so schwer. Ich sag, über die Flügel spielen. 60% geht durch die Mitte. Ich will das Jungs auf mich hören. Halimi mit einem schönen Distanzschuss aus 26 Metern. Doch der Torwart kommt nicht mehr heran und der Ball ist drin. Geht doch. Wenn am Ende nichts mehr klappt, dann brauchst du einen Halimi. Schön, Halimi. Boah, ey. Geht doch.
Jetzt Martin Feeney mit der Gamekarte. Hey, 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 wegen Haltens. Nächste mögliche Halimi versetzt Zösler links im 16er und schießt auf spitzen Weg, geht dabei knallt gegen den Außenpfosten. Weiter so, Jungs. So, jetzt die Jungs aufwärmen. Wir haben einen knallroten Ball und jetzt kommt wieder Chemnitz, aber Koda, der da volles Risiko geht, trächt das Leder in die zweite Etage. Und Chemnitz kommt jetzt wieder auf einmal wieder ins Spiel. Mann! Langball aus Chemnitz Hälfte gegen Costa rechts an eigene Strafe nicht energisch zum Ball. Fenin überrascht den Fano, der von hinten passt. Und gut, ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, wirklich, ich krieg grad die Kotze. Ich will nicht mehr. Ich will halt nicht mehr. Überhaupt keinen Bock mehr. Wenn ich das sehe, was soll ich denn daran denken? Du spielst die ganze Zeit guten Fußball. Mann, ey. Gleich drei Chemnitzer müssen da zusammenkommen, um einen Solo von der Linie zu stoppen und zur Ecke zu klären. Ey, da kriegst du halt die Krise. Ja, nee, komm noch mal rein und mach bitte das Tor. Erwin Drüppel darf auch noch mal. Kann doch eigentlich ja nicht sein, ey. Nee, bin ein bisschen noch fassungslos, wie die mir einfach die auch Tore gut schießen können. Wir waren noch so eine starke Defensive und jetzt können die Tore schießen, wie sie gehen. Hier, Schlusser muss sein ganzes Können beweisen und lenkt eine hohe Flanke von Erwin Trüppel von der rechten Seite über die Latte. Sascha Wenninger kommt jetzt für Fabian Stenzel. Wir machen mal ohne Vorgabe. Geht nochmal voller Angriff. Ah, ich wechsle keinen mehr ein, ey. Mann, ey, da kriegst du die Krise, ey. Das ist ja schon wieder zweimal. Jetzt schießen wir ein zweites Tor und trotzdem reicht es nicht. Es reicht am Ende wieder nicht. Drei steht. Voller Angriff, ihr Spasten. Ich bin treu. Gegen wen? Gegen wen? Die sind Zehnter. Jetzt retten sie noch in höchster Not gegen Wagner. Ey, Mann, lass doch die Scheißmummel durch, Mann. Ey, schon wieder kein Sieg. Was macht ihr denn? Fickt euch. Kein Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ist peinlich. Ist einfach nur peinlich. Kotzen. Die Kotze. Und die Fresse und sowas. Ey, nee, so die Krise. Ey, komm, guck mir die Galle. So hart ist es bei mir. Guck mir die Galle. Die zweite verkackt jetzt. Ich wusste, dass sie die zweite jetzt verkackt. Ich wusste, ich krieg die Krise. Ey, Mann, warum müsste denn jetzt auch noch da verkacken? Reicht es denn nicht schon, dass die erste Mannschaft so scheiße spielt? Zu behindert ist eigentlich mal Bälle. Oder die Führung mal in die Tasche. Einfach mal das Ding
durchzuspielen, es zu Ende zu spielen, schaffen sie nicht. Die Krise, ich hab... könnt kotzen. Der richtige Kretze, Putze, Krosser, verpiss dich. Den Fehler, den vergesse ich dir nicht, du Spast. Spastenficker, Alter. Balance hat jetzt 5 Punkte, ja, ist stark. 65 hat er jetzt, ist krass. Du Steinauer ist eingeschlagen. War damals nicht so herum, gefällt mir vielleicht besser. Hartmann hat hier drauf, der kommt drin. Ich glaube, wir gehen wieder durch die Mitte. Köhne. Ja, wir decken. Brendel, denn. Ne, der Frank Rusella nimmt sich mal hier den Breischwein. Wir gehen wieder durch die Mitte. Ach man, kriegt man wieder echt keinen Bock auf das Game. Deswegen spiele ich das zurzeit so selten. Weil das kotzt mir halt so mega an das Game. Mann ey, warum? Boah, ich weiß noch nie, warum die so scheiße spielen. Ich weiß nicht, was die da machen, ey. Komplette Hinrunde eigentlich dominiert und am Ende verkacken sie es. Am Ende der Hinrunde. Ich weiß nicht warum. Martin Wagner hat sich super entwickelt. Kevin Hanf, du hast gut trainiert. Hartmann, jetzt komm. Ja, du hast dich verbessert, du Schwachkopf. Brendel, ja, du hast gut trainiert. Kickern. Hamtik. Schauer, Inhauer, du musst gebannt starr werden. Zückt mit den Schultern, ey. Ja, dann geht's gegen Preußen Münster. Haut rein, bis dann und ciao.